Vor kurzem hatten wir mit Thomas Kraus jemanden im Podcast, der dringend auf ein Spenderherz wartet. Heute geht es darum, wie es ist, wenn der Anruf endlich da ist und wie es nach der Transplantation weitergeht. Insofern ist das immer ein gewisses Bangen und Hoffen nach dem Motto, oh, jetzt habe ich schon so lange gewartet und jetzt habe ich auch ein gutes Organ bekommen. Aber es gibt da keine Garantie dafür, dass das jetzt auch arbeitet. Ich bin Beate Strauß. Herzlich willkommen bei Rundum Gesund, ein Podcast des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. In München treffe ich Peter Kreikamp. Er ist 65 Jahre alt, recht groß und hat eine einnehmende Persönlichkeit. Ja, Wetter passt, gell? Ja, voll, voll. Genau. Wir entfliehen dem Straßenverkehr erstmal und suchen uns eine ruhige Bank im Park gegenüber vom Klinikum rechts der Isar. Hier hat Peter Kreikamp schon einige Zeit verbracht. Also das erste Mal war ich hier, allerdings nur für 2 Wochen, 2003, als ich zum ersten Mal Nieren transplantiert wurde. Und jetzt zum letzten Mal im Dezember und Januar 2021/22, als ich tatsächlich zum zweiten Mal eine neue Niere bekommen habe hier vor Ort. Bei Herrn Kreikamp wird eine Nierenerkrankung festgestellt, da ist er nur 18 Jahre alt. Also es gibt ja unterschiedliche Ursachen für Nierenerkrankungen. In meinem Fall war es eine sogenannte Glomerulonephritis, verursacht vermutlich durch irgendeine Kindererkrankung, die sich auf die Nierenfunktion sozusagen niedergeschlagen hat. Und die Folge ist, dass in der Regel über einen längeren Zeitraum die feinen Filterkörperchen, die Glomeruli, veröden, was zunächst mal keinen Schmerz verursacht oder auch keine Beeinträchtigung hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich 18 Jahre alt und es hat dann noch bis zum 35. Lebensjahr gedauert, bis die Nierenleistung so weit runtergefahren war aufgrund dieser chronischen Entzündung, dass ich das natürlich auch spürbar gemerkt habe, weil die Niere entfernt ja Giftstoffe aus dem Körper und wenn die dann drin bleiben, dann merkt man das dann schon als Betroffener. Was hatten Sie da für Beschwerden? Fahrradfahren, Treppensteigen, wurde auf einmal ein bisschen mühselig, Atemnot, kein Appetit und ja, allgemeine, also sozusagen weitaus weniger PS, körperliche Leistungsfähigkeit, als man es vorher noch hatte. Es war dann natürlich in Absprache mit den damaligen Ärzten schon offensichtlich, dass jetzt diese Glomerulonephritis so weit fortgeschritten war, dass, und das ist ja im Vergleich mit anderen Organen bei der Niere möglich, man weiterleben kann oder konnte damals mit einer Nierenersatztherapie, nämlich mit einer Dialyse. Mit 35 Jahren muss Peter Kreikamp also dreimal die Woche für je 4 bis 5 Stunden ins Dialysezentrum. Dort wird sein Blut gereinigt. Und im Vergleich zu dieser tödlichen Diagnose erstmal auch mit einem guten Ergebnis. Mir ging es vergleichsweise gut, weil ich noch relativ jung war und auch sonst keine körperlichen Probleme hatte. Und ich habe dann nach einem halben Jahr tatsächlich auch in Absprache mit den Ärzten in meiner damaligen Lebenssituation begonnen, das dann daheim zu machen, diese Heimdialyse. Man wird auch dann eben angelernt über einen längeren Zeitraum, damit man eben auch daheim das Ganze selber machen kann. Das heißt, Sie hatten die Maschine zu Hause und Sie haben sich auch selber diese Zugänge gelegt, oder wie ist das? Ja, also bei der sogenannten Hämodialyse, wo also das Blut gewaschen wird, man sagt ja auch Blutwäsche, muss das Blut irgendwo aus dem Körper raus, in einen kleinen Filter geleitet werden, einer Kapillare, wo der zentrale Reinigungsprozess erfolgt und die Maschine koordiniert und steuert und überwacht das ganze Prozedere. Und tatsächlich braucht man einen Zugang, einen sogenannten Shunt, das heißt übersetzt Abzweigung oder Weiche, macht ein Gefäßchirurg und ist Voraussetzung, dass man überhaupt diese Hämodialyse machen kann. Und wie Sie schon sagen, eine Nadel, Blut raus, reinigen, wieder zurück in der anderen Nadel und das ist dann sozusagen der Prozess über 4-5 Stunden. In meinem Fall daheim, dann auch über einen längeren Zeitraum, nachts mit 7,5 Stunden, so wie ich das jedes Mal gemacht habe. Diese Nachtdialyse hat es ihm ermöglicht, weiter im Bürojob zu arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich für Dialysepatientinnen und Patienten, aber es war ihm mit Mitte 30 natürlich auch sehr wichtig. Aber angesichts des Hintergrundes ist das eigentlich ja auch heute noch eine faszinierende Technologie, dass man mit einem, trotz eines Organversagens, was ja letztlich tödlich ist, noch mit einer vergleichsweise guten Lebensqualität erstmal weiterleben kann. Wenn man sich anschaut, was die Funktionen einer Niere sind, dann ist es umso erstaunlicher, dass man das sozusagen außerhalb des Körpers kompensieren kann. Auch wenn damit natürlich Nachteile oder Defizite einhergehen, aber es ist erstmal faszinierend, weil mit anderen Organen das ja eben nicht möglich ist. Ne? Und vor allen Dingen eine Niere macht ja nicht nur einen Wasserentzug aus dem Körper und entfernt Giftstoffe, sondern macht auch noch viele andere Dinge, Hormondinge,
regelt den Blutdruck und solche Dinge. Und dass das trotzdem ja außerhalb des Körpers erledigt werden kann, ist schon irgendwie erstaunlich. Aber natürlich, nach der Statistik ist eine Nierentransplantation immer noch die beste Therapie oder die beste Lösung wegen der geringeren Mortalitätszahlen. Und das ist vor allen Dingen auch zum Stichwort Organspende in Deutschland ja auch ein Thema. Die lange Dialysezeit, die man erstmal transplantabel bleiben muss. Das heißt, ich habe während der ganzen Dialysezeit, ich glaube jährlich oder zweijährlich, bin ich bei diversen Ärzten gewesen und habe dann erstmal feststellen müssen, ist der Krallkamm überhaupt noch transplantabel? Weil man will ja möglichst Risiken ausschließen, weil eine Transplantation ist da jetzt nicht mal ganz trivial. Und insofern sind lange Dialysezeiten nicht gerade förderlich für diese Transplantabilität. 8,5 Jahre steht Peter Krallkamp damals auf der Warteliste, bis er dann 2003 zum ersten Mal eine Niere transplantiert bekommt. Wie haben Sie die Zeit wahrgenommen? So ist das, denkt man immer, jetzt jederzeit probiert es? Also ist man so auf heißen Kohlen oder hat sie irgendwie gedacht, ach, das passiert eh nicht? Also ich persönlich habe jetzt nicht auf die Uhr oder auf den Kalender geschaut, wann ist es denn soweit? Es sind schon 3 Jahre, schon 4 Jahre, schon 5 Jahre. Wir kennen ja die aktuellen Wartezeiten, durchschnittlich 10 Jahre. Und tendenziell noch steigend. Die Rankings in Europa kennen Sie wahrscheinlich. Und da sind wir leider ziemlich schlecht aufgestellt, was für viele tagtäglich einen tödlichen Ausgang hat. Aber ich habe jetzt nicht tatsächlich verzweifelt gewartet, sondern ich habe einfach versucht, meine Dialyse weiterhin zu betreiben und nach dem Motto, ich lasse mich halt überraschen, wenn es losgeht. Beim zweiten Mal war die Prozesse bekannt, was passiert. Die Aufgeregtheit ist natürlich nicht mehr so da, wenn es tatsächlich klingelt. Jetzt beim zweiten Mal hat es morgens um 3.33 Uhr geklingelt. Diejenigen, die tatsächlich warten, müssen natürlich immer erreichbar sein. Es gibt ja viele Geschichten, wo die Polizei suchen, wo ist er denn geblieben, kein Handy da oder sowas. Ja, aber ich habe natürlich nie konkret oder verzweifelt darauf gewartet, weil es mir ja noch vergleichsweise gut ging. Das muss man auch immer sehen. Ich war sicherlich kein typischer Repräsentant von diesen vielen Dialysepatienten. Aber gleichwohl merke ich ja auch jetzt, der Unterschied jetzt zu der Zeit als Dialysepatient ist, wie kann man das sagen, vorher vielleicht 50 PS, heute 100 PS so ungefähr. Wie lange haben Sie denn dann diese erste neue Niere gehabt? Also, wie wir alle wissen, gibt es ja keine Garantien in der Medizin, auch nicht in der Transplantationschirurgie. Das heißt, nicht wie beim Auto, dass man weiß, ich habe neue Reifen, die halten erstmal ewig lang. Wenn ich gar nicht fahre, halten sie ewig lang. Im ersten Jahr sind die Risiken höher. Der Körper muss sich daran gewöhnen. Fremdes Gewebe, eigenes Immunsystem attackiert das Gewebe. Dann gibt es entsprechende Medikamente, die wirken auch unterschiedlich. Bei Frauen und Männern wieder unterschiedlich, alt, jung. Und insofern war es bei mir nach 6 Jahren, gab es eben auch Probleme mit vermehrtem Eiweißausstoß. Das ist bei der Niere, kann man das messen auch und sehen zum Teil. Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das noch zu stoppen. Cortison ist, glaube ich, jetzt in dem Fall auch sehr hilfreich und verschiedene andere Dinge. Aber letztendlich ist es oder war es für mich jetzt auch nicht so dramatisch, geschweige denn tödlich, weil es gibt ja wiederum oder es gab damals wiederum die Dialyse. Und das ist auch da wieder bei Herz-Leber-Lungen-Patienten eine andere Geschichte. Es gibt auch Herz- und Lungenpatienten, Leberpatienten, die auch öfter schon transplantiert sind. Aber die haben natürlich in so einer Phase eine ganz andere Dramatik, weil sie auch wissen, ich bin wieder auf der Warteliste und ich bin wie alle anderen Wartepatienten wieder einer von vielen, die dringend auf ein lebensrettendes Organ warten. Und da stellt sich die Frage, kriege ich nochmal rechtzeitig ein lebensrettendes Herz oder eine Leber, was bei den Nierenpatienten nicht so dramatisch ist. Das heißt, Sie waren erstmal relativ gefasst, weil es hat Ihnen ja trotzdem eine gewisse Lebensqualität wieder genommen, ne? Ja, natürlich. Also auf der einen Seite weiß man, aha, man muss nicht sterben. Aber andererseits ist Dialyse jetzt auch ein zeitraubendes Geschäft. Es reduziert natürlich wieder soziale Aktivitäten, Familie, Beruf und diese ganzen Dinge. Gleichwohl ist es jetzt nichts Neues in der Phase und nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten, ist man wieder dann drin im Geschäft, ne, sozusagen. Ich wurde wieder angelernt auch, ein paar Monate im Dialysezentrum, gab es eine neue Maschine damals, weiß ich gar nicht. Aber man verliert natürlich sehr schnell die Routine mit den ganzen Dingen, die man da beachten muss. Aber dann war das jetzt für mich damals wieder ein Restart.
Und dann haben Sie nochmal 12 Jahre waren es, ne? Ja, dann habe ich dann tatsächlich 12 Jahre gewartet, auch weil in der Zeit die Situation in Deutschland nicht besser wurde. Auch aufgrund der Blutgruppe und verschiedener Antikörper, die aufgrund der ersten Transplantation entstanden sind. Okay. Das sind dann organspezifische Kriterien, die eben ja, eine Transplantation oder eine Organspende mal mehr, mal weniger zeitnah erfolgen lassen. Und ja, bei mir hat es eben 12 Jahre gedauert. Und dann kam der Anruf um 3.30 Uhr. Dann kam der Anruf morgens um 3.33 Uhr. Und auf den Mobiles sieht man eben, aha, gleiche Nummer mittlerweile. Damals war es so, 4140, rechts der Isar, nachts um die Zeit. Das könnte wohl dieser besagte Anruf sein. Und der war es dann auch. Und die Anrufe folgen häufig nachts, weil dem ganzen Prozedere, dem Anruf geht ja sozusagen irgendein anderer Vorgang voraus in irgendeinem Krankenhaus, wo jemand so verstorben ist, dass er überhaupt für eine Organspende in Frage kommt. Das ist ja recht selten. Insofern ist das meistens nachts dann. Also die Frage ist am Telefon zuerst, wie fühlen Sie sich? Sind Sie gesund? Denn wenn gerade irgendeine schwere Grippe da ist, dann kommt der Nächste dran auf der Liste. Weil man will ja möglichst ein knappes Gut möglichst dorthin bringen, wo es möglichst lange gut funktioniert. Und wenn derjenige aber irgendwelche Risikofaktoren hat, dann sagt man, dann geht man zum Zweiten, weil da das Outcome viel besser vermutlich ist. Und deshalb, also der Anruf ist das eine, aber es heißt noch lange nicht, dass man dann Stunden später auch transplantiert ist. Ja. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Keine Ahnung, was packe ich jetzt mal ein? Fahre ich mit dem Auto? Ja, weil nachts fahren noch keine, oder um die Zeit noch keine S-Bahn. So ruhig war es selten bei der Fahrt in die Stadt um die Zeit. Und ja, ich habe dann jetzt vielleicht ein bisschen erhöhten Puls gehabt. Aber nachdem mir ja ungefähr bekannt war, wie die darauffolgenden Dinge da ablaufen, war ich recht entspannt. Vor allen Dingen auch, gerade bei der Niere, es ist ja so, dass viele Organangebote tatsächlich nicht transplantiert werden können, weil letztendlich entscheidet der Chirurg auch in Absprache mit dem Patienten oder auch mit den Experten, ob dieses Organ tatsächlich geeignet ist für den speziellen Empfänger. Mhm. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man auch im Blinddarm dabei ist. Das heißt, man fährt ins Klinikum, ist freudig oder freut sich und dann stellt sich raus, es passt dann doch nicht. Damit muss man auch sich auseinandersetzen oder damit rechnen. Herr Kreikamp erzählt uns gleich noch, wie es bei seiner zweiten Transplantation in der Klinik weiterging. Vorher möchte ich bei dem Punkt nochmal bei Professor Volker Asfeig nachhaken. Er leitet die Transplantationschirurgie am Klinikum rechts der Isar. Hier werden jedes Jahr etwa 45 Nieren und 2 bis 5 Bauchspeicheldrüsen transplantiert. Hallo, danke, dass Sie Zeit haben. Ja, klar. Ist so schön. Kommen Sie rein. Und er entscheidet bei einem Organangebot auch gemeinsam mit seinem Team, ob der Patient oder die Patientin das Organ tatsächlich bekommen kann. Also die Auswahlkriterien sind sehr vielschichtig. Natürlich muss es immunologisch erstmal passen. Das heißt, die Empfängerin, Empfänger darf keine Antikörper im Blut haben, die das Organ sofort abstoßen würden. Aber es spielt natürlich auch die ganz individuelle Organauswahl eine große Rolle, weil es viele Faktoren gibt, die den Erfolg der Transplantation mit beeinflussen. Das ist einmal zum Beispiel das Alter des Spenders, Begleiterkrankungen des Spenders. Und da ist es jedes Mal Aufgabe des Transplantationsteams, interdisziplinär dann zu entscheiden, ist dieses Organ für diesen Patienten oder diese Patientin geeignet oder ist es vielleicht bei jemand anderem günstiger? Wir kriegen da von Eurotransplant natürlich die Vorgabe, für wen dieses Organ ausgesucht wurde. Und wenn wir sagen, das passt nicht, das geht nicht, dann muss man es zurückgeben und es wird an jemanden anderen vermittelt. Ist es denn normal, repräsentativ, dass Menschen wie der Herr Kreikamp 2 oder auch mehrere Organspenden erhalten? Das gibt es leider immer wieder aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist natürlich, dass Organe verloren gehen können durch Abstoßung. Wir sind medizinisch, immunologisch nicht in der Lage, diese Organüberlebensdauer unendlich lang auszudehnen, sodass der Durchschnitt leider bei 12, 15 Jahren nur liegt.
Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand in sehr jungen Jahren ein Organ transplantiert bekommt, eine Niere, dass man dann 2, vielleicht auch sogar 3 Nierentransplantationen in seinem Leben benötigt. Deswegen ist jedes Jahr, wo ein Organ länger funktioniert, ein gewonnenes Jahr, weil diese Patienten natürlich auch nicht auf die Warteliste zurückkehren und sich dann mit den anderen, die dort warten, sozusagen um ein Organ streiten müssen. Die Wartezeit war ja bei Ihnen, Herr Kreilkamp, 12 Jahre. Das ist also weit überdurchschnittlich. Und das ist einfach beachtenswert und Hut ab für die Patienten, die so lange durchhalten. Man muss ganz klar ja auch sagen, in anderen Ländern warten die Patienten nicht so lange. Ja, da geht es sehr viel schneller und entsprechend fitter gehen die Empfänger dann auch in die Transplantation und sind anschließend dann statistisch gesehen auch fitter. Auf die gesetzliche Grundlage der Organspende kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber erst schauen wir zurück zu Herrn Kreilkamp. Er hat sich also 2021 mitten in der Nacht mit dem Auto auf dem Weg in die Klinik gemacht, nachdem er den Anruf bekommen hat, dass es nun endlich ein Organ für ihn geben soll. Es erfolgen dann noch letzte Gewebekontrollen, ob tatsächlich auch dieses Organ für die jetzige Situation des Empfängers ob passt. Ja, und dann ist es aber auch Routine heutzutage, gerade bei der Niere ist es jetzt von der Chirurgie jetzt kein großer Eingriff. Da wird, die Niere wird ja rechts oder links in der Leiste eingebaut, angeschlossen an die entsprechenden Systeme im Körper und fertig, einfach gesagt. Und insofern war das dann kurz nach 12 und ich finde es dann auch mal toll, dass um so eine Uhrzeit in einem großen Krankenhaus noch Menschen da sind, die sich auskennen, Anästhesie, alles Mögliche noch. OP-Menschen, die sozusagen die ganzen Dinge realisieren, plus möglichst ausgeschlafene Chirurgen. Und das ist schon vielleicht Routine in einem Krankenhaus, aber aus Sicht des Betroffenen ist es immer schon noch faszinierend. Vor allen Dingen ist es halt nicht eben mal einen Blinddarm rausmachen oder einen Armbruch wieder richten, sondern es ist in dem Fall schon für die Betroffenen schon eine besondere Nummer, ne, vereinfacht gesagt. Bei Herrn Kreilkamp spricht in dieser Nacht nichts gegen die Operation. Eine Nierentransplantation dauert etwa 2,5 Stunden. Dann hat er es erstmal überstanden. Wie geht es denn dann weiter? Also wie schnell fühlt man sich wieder besser? Also ja, im Prinzip, ja gut, man hat eben ein paar Drähte aus dem Körper, aus dem Hals und sonst irgendwo. Und ich glaube, gerade bei den Nierenpatienten ist der erste Blick, wenn sie dann wieder wach werden, ist der Urinbeutel schon voll. Das ist ja das sichtbare Zeichen, dass die Niere funktioniert. Bei mir war der Drainagebeutel immer voller, weil so noch Wundsekret abgeleitet wird, als der Urinbeutel. Das war, kommt auch vor, also nicht immer springt die Niere sofort an. Genau wie ein Herz ja oftmals noch ein bisschen elektrisch motiviert werden muss, damit es schlägt, was ja auch faszinierend ist. Und bei mir hat es tatsächlich im Gegensatz zum ersten Mal ein bisschen länger gedauert, bis die Niere sich überlegt hat, mit auch weiteren medizinischen Verfahren zu arbeiten. Und insofern ist das immer ein gewisses Bangen und Hoffen nach dem Motto, oh, jetzt habe ich schon so lange gewartet und jetzt habe ich auch ein gutes Organ bekommen. Das wissen die Ärzte ja, können es ja sehen und das haben sie mir da schon mitgeteilt. Aber es gibt da keine Garantie dafür, dass das jetzt auch arbeitet und sprich sichtbar Urin produziert. Und dann gab es noch verschiedene Verfahren. Wir haben nochmal das Immunsuppressivum gewechselt. Es gab noch ein paar Infusionen und auch ein paar Dialysen noch zwischenzeitlich. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Okay. Und dann war ich natürlich happy. Aber mit Hilfe von dieser jetzt funktionierenden Niere haben Sie jetzt quasi wieder einen normalen Alltag und eine normale Leistungsfähigkeit. Ja, also wie gesagt, ich merke das eben, und das geht wahrscheinlich den meisten Transplantierten so, dass einfach mehr physische Power da ist. Also ich habe versucht, auch mich immer ein bisschen fit zu halten während der Dialysezeit, also beim Schwimmen. Und wenn ich vergleiche Schwimmen vorher, also während der Dialyse, und Schwimmen jetzt, ist natürlich schon ein dicker Unterschied. Weil ich einfach mehr Luft habe und mehr Ausdauer. Und das ist schon ein ganz anderes Leben letztendlich. Ja, Sie sind ja generell sehr sportlich. Wieso ist Ihnen das so wichtig, dass Sie in der Bewegung bleiben? Also wenn Bewegung eine Pille wäre, so hat jemand mal gesagt, wäre es das am meisten verschriebene Medikament der Welt. So. Und es gibt viele Studien, die das auch nochmal ganz konkret belegen, dass Bewegung eben auch für Dialysepatienten tatsächlich trotz aller
Widrigkeiten, die man während der Dialyse hat, Bewegung etwas ist, wo die Betroffenen selber für sich gute Auswirkungen haben. Und wir versuchen einfach, Transplantierte und Dialysepatienten zu motivieren, also wir im Rahmen eines Vereins, Transdia e.V. in Deutschland, dieses sozusagen auf ihrem Medikamentenplan zu integrieren. Man kann jetzt einem 30-Jährigen natürlich was anderes an Bewegung verschreiben sozusagen als einem 70-Jährigen. Wichtig ist, dass beide das irgendwie in ihren Alltag integrieren. Das kann mal zwei Runden um den Block sein. Ein Hund, man weiß, Hundehalter sind auch gesünder als Menschen, die keinen Hund haben. Und ja, das ist das, was wir einfach versuchen, den Leuten bewusst zu machen, dass sie das sehr wohl selber machen müssen, aber dann auch über die Gebühr davon profitieren. Herr Kreikamp hat mir später auch erzählt, dass er sich gerade gegenüber der Person, die ihm seine Niere gespendet hat, auch irgendwie verpflichtet fühlt, dass er sich fit hält. Seine zweite transplantierte Niere hat er jetzt fast 2 Jahre. Ist es, also denken Sie ab und zu an den Spender oder an die Spenderin? Wissen Sie da irgendwas? Also in Deutschland haben wir ja ein System, wo die beiden sozusagen nichts voneinander wissen. Und insofern kann man spekulieren, wer der Spender gewesen ist, ob er Angehörige hatte oder nicht. Auf jeden Fall, und das betrifft, glaube ich, jeden Organempfänger, dass er ein unwahrscheinliches Dankesgefühl hat dem Umstand gegenüber oder dass jemand einfach ein Organ gespendet hat. Und es gibt die Möglichkeit, eine Art Feedback zu geben den Angehörigen, wenn es welche gibt, man weiß es ja nicht, über die Deutsche Stiftung Organtransplantation anonymisiert, dass man zumindest sein Dankesgefühl artikulieren kann und dass dann auch, wenn es, wie gesagt, welche gibt, den Angehörigen zukommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für die Angehörigen auch eine Art Trost ist, zu wissen, mein Vater, meine Mutter, mein Sohn, wer auch immer, ist gestorben, aber ein Teil von ihm, von ihr, lebt irgendwo in Deutschland oder auch Europa weiter mit einem lebensrettenden Organ dieses Verstorbenen. Und ich weiß das von vielen, dass das eben da auch sehr trostreich sein kann. Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig über die Organspende informiert und dokumentiert, was im Fall der Fälle passieren soll. Denn in Deutschland gilt gesetzlich die Entscheidungslösung. Organe und Gewebe dürfen nur dann nach dem Tod entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Oder ihre Angehörigen das tun. Wenn man jetzt schaut, wie sind die Regelungen in anderen Ländern, dann stellt man fest, da gibt es eine sogenannte Widerspruchslösung. Und die besagt, weil ja, dass jeder automatisch Organspender ist, es sei denn, er widerspricht. Alle Verfassungsrechtler sagen, das ist okay, weil ich kann ja jederzeit sagen, ich möchte keine Organe spenden. Kann ich ja jetzt auch sagen auf dem Ausweis, kann auch den immer dabei haben. Aber andererseits macht das die Sache in dem Prozess der Abklärung viel einfacher für die Beteiligten. Und es ist ja auch logischer, weil in der öffentlichen Diskussion wird niemals hinterfragt, sind Sie denn auch Organempfänger? Organempfänger? Was ist denn das? Wieso? Ich bin Organempfänger und viele andere sagen, ja klar, in einem solchen konkreten Fall, vor allen Dingen im Hinblick auf die positiven Effekte, Wirkungen einer Organspende, will ich natürlich weiterleben. Also setzt mich bitte auf die Warteliste für ein neues Herz, sonst sterbe ich in 1-2 Jahren. So, und weil man davon ausgehen kann, dass das jeder so sagen würde, muss man auch im anderen Fall auch sagen, na gut, dann muss ich auch bei der Frage, bin ich denn Organspender, auch ja sagen. Okay, wunderbar, dann danke schön, dass Sie die Geschichte gerne mit uns teilen. Super. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Falls ihr das letzte Kompaktwissen noch nicht gehört habt, kann ich euch die Folge sehr ans Herz legen. Professor Volker Asfeig hat mir darin nochmal ausführlicher erzählt, wie die Organspende Schritt für Schritt abläuft. Websites mit noch mehr Infomaterial findet ihr in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!